Großalarm für die Feuerwehren in Langballig. An der Bundesstraße 199 brennt ein Baumarkt in voller Ausdehnung. Mehr als 10 Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen an. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Kunde den Brand bemerkt und den Mitarbeitern Bescheid gesagt. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert und der Baumarkt evakuiert. Zum Glück, denn innerhalb von Minuten stand das komplette Gebäude in Vollbrand. Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Mit einem massiven Löscheinsatz gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Der Baumarkt selbst aber wurde in Schutt und Asche gelegt. Voraussichtlich dauern die Löscharbeiten bis in den späten Abend lang an. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.